Hallo Menschen, heute möchte ich euch zwei Bücher im Vergleich vorstellen. Wir hätten zunächst einmal die Odyssee, die höchstwahrscheinlich von Homer geschrieben ist, man weiß es nicht genau. Dieses Büchlein habe ich zusammen mit Verstand gelesen, die ich euch natürlich auch verlinken werde. Und dann hätten wir noch als zweites einmal Odyssey von Matt Fraction und Christian Ward, ein Comic. Losgehen soll es allerdings traditionell erst einmal mit der Odyssee. Das ist ein in Hexametern geschriebenes Epos, was eben einerseits die Irrfahrten des Odysseus nach dem Trojanischen Krieg wiedergibt, andererseits auch die Geschehnisse um Penelope und Telemachos, Odysseus' Frau und Sohn, in Ithaka. Das heißt, wir haben sehr bekannte Szenen wie der Kampf gegen den Zyklopen oder wie er die Sirenen eben überwindet, aber auch ein paar unbekanntere, zum Beispiel die Geschichte mit Aeolos, die kannte ich nicht. Und auch einige Geschehnisse dann in der zweiten Hälfte des Buches, die einfach hinter den ganzen Irrfahrten immer ein bisschen untergehen anscheinend. Auf was ihr euch hier einstellen müsst beim Lesen, ist eine sehr, sehr ausladende und auch aufgeladene Sprache. Also hier werden gerne mal 10 Zeilen benutzt, um einen ganz kurzen Sachverhalt wiederzugeben. Ich möchte euch ein vergleichsweise kurzes Beispiel geben, in dem es einfach nur darum geht, dass die Sonne aufgeht. Das wird dann so hier beschrieben. Helios fuhr, die See verlassend, die überaus schöne, nun am ehernen Himmel empor, zu scheinen den Göttern und den sterblichen Menschen auf nahrungsspendenden Fluren. So wird es dann ausgedrückt, wenn die Sonne aufgeht. Und das Ganze wirkt dadurch natürlich sehr, sehr feierlich und auch wortwörtlich eben episch. Also es gibt wenig normale Handlungen, sondern alle Geschehnisse, alle Worte auch, wirken immer richtig, richtig aufgeladen. Also ob sie sich auch nur die Hände waschen, bevor sie halt an den Tisch treten, das ist immer ein richtiger Akt, so ein bisschen. Dadurch ist es natürlich auch manchmal einfach ein bisschen steif, muss man sagen. Also zum Beispiel werden Menschen auch immer wieder mit gleichbleibenden Beschreibungen eingeführt. Das fällt vor allem in Wechselreden auf. Da steht dann jedes Mal davor, und der kluge Telemachos sagte, dann kommt seine Rede, als Antwort vielleicht, und XY antwortete ihm. Und dann wieder, woraufhin der kluge Telemachos antwortete. Das ständig, immer wieder. Und bis auf Odysseus scheinen die auch halt alle nur ein einziges Attribut zu haben. Also es ist immer der kluge Telemachos, egal was er gerade tut. Und das ist halt einfach nicht mein Stilmittel. Also vielleicht war das damals so, aber meiner Meinung nach hätte man das etwas variieren können vielleicht. Man muss sich auch darauf einstellen, dass in diesem Werk namens Odyssee von den 24 Gesängen eigentlich nur 4 die Odyssee an sich beschreiben und vorher zunächst sehr viel, ja, so ein bisschen Geplänkel, Odysseus wurde vorgestellt und von allen gelobt und danach aber auch noch eine ganze Menge passiert, was sich meiner Meinung nach dann in der zweiten Hälfte des Buches schon arg streckte. Also wenn man mal so will, ist die eigentliche Geschichte also mit dem 12. Gesang vorbei, dann kommt noch viel so planen, sich Geschichten ausdenken, Menschen aushorchen und dergleichen. Man muss da schon etwas geduldig sein in der zweiten Hälfte und wird dann am Ende nochmal schön mit einem Gemetzel belohnt. Kurz ein Zitat daraus, damit ihr auch mal die Seite des Werkes kennenlernt, denn da wird es schon blutig und da liegt dann auch gerne mal ein bisschen Hirn herum. Und hier ein Beispiel, da taucht zwar ein Name auf, meiner Meinung nach ist das aber kein großer Spoiler, das ist eher kein besonders wichtiger Mensch. Zitat. Auch dem Melantheus führten sie in den Hof durch den Vorraum, schnitten ihm Nase und Ohren ab mit dem grausamen Erze, rissen die Scham ihm aus zum rohen Fraß für die Hunde, schlugen die Hände und Füße ihm ab in erbittertem Zorne. Und danach waschen sie sich die Hände, denn Hygiene muss natürlich sein. Also wir haben hier wirklich beide Seiten, Leute, die sehr, sehr lange miteinander reden und dann aber auch immer, man muss es so sagen, wie Action-Szenen, in denen halt viel passiert, in denen Leute auch gerne mal ermordet werden dann. Was ich ganz angenehm fand, ist, dass gerade Odysseus, den ich im Kopf einfach immer nur so als den Gerissenen hatte, ihm werden durchaus auch andere Attribute zugeteilt. Zum Beispiel ist er auch sehr stolz und reibt seine Überlegenheit anderen gern mal unter die Nase, was durchaus auch negative Folgen haben kann. Das fand ich ganz nett, dass man halt nicht nur eine Seite von ihm kennenlernt. Andererseits haben wir in der Geschichte halt auch wieder wortwörtlich sehr, sehr oft einen Deus Ex Machina. Also da tauchen plötzlich immer Götter auf, die dann auch so ein bisschen willkürlich in die Geschichte eingreifen oder halt dem mal helfen oder dem gerade nicht helfen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass die wie trotzige kleine Kinder sind und sich gegenseitig halt immer so ankabeln. Was zwar manchmal amüsant ist, aber auf die Dauer halt irgendwie auch so, Verstand hat auch mal so geschrieben, dass sie das Ganze immer so grundsätzlich ein bisschen amüsiert liest und
so ist es auch. Und teilweise kann man es halt einfach nicht ernst nehmen. Es fällt halt schon so eher in den Bereich Mythos. Und ich meine, stellt euch bitte mal vor, dass heutzutage jemand ein Fantasy-Buch schreiben würde, in dem man einen Zyklopen austrickst, indem man ihm sagt, mein Name sei niemand. Und dann schreit er, nachdem man ihm das Auge ausgeschlagen hat, oh, niemand hat mir ein Leid getan. Und die anderen Zyklopen sagen ihm, na, was schreist du denn dann hier so, wenn niemand dir ein Leid getan hat? Und damit ist die Sache geklärt. Das würden wir absolut verreißen. Es gibt ja auch so einen Moment, in dem Circe oder Kirke, wie sie noch genannt wird, eigentlich gerade versucht hat, Odysseus entweder zu töten oder in ein Tier zu verwandeln, nachdem sie schon seine Gefährten in Tiere verwandelt hat. Odysseus hat das aber durchschaut, mit Hilfe eines Gottes natürlich, woraufhin dann Circe sowas sagt wie: Oh, na gut, dann lass uns doch jetzt ins Bett gehen, um unser Vertrauen wieder aufrechtzuerhalten. Solche Dinge passieren ja halt die ganze Zeit und es ist halt schon so eine Mischung aus amüsant und trotz dieses gewissen Amüsements muss ich aber auch sagen, dass es mir im Endeffekt irgendwie manchmal ein bisschen zu simpel ist. Also sowohl die Lösungen für gewisse Sachen als auch die Charakterisierung, die ist auch immer direkt, das wird halt gesagt, okay, derjenige ist jetzt wütend, derjenige ist nun mal klug, das kriegen wir nicht irgendwie durch Beschreibungen mit und auch alles einfach ein bisschen oberflächlich. Es geht natürlich nicht in die Charaktere hinein. Und ich habe mich ganz oft erwischt, dass ich das Buch verteidigen wollte mit so Aussagen wie: Naja, so hat man damals eben geschrieben. Aber das ändert halt eigentlich nichts daran, dass es trotzdem sehr oberflächlich ist. Also, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Für den Klassiker ist es gut und ich freue mich, dass ich es gelesen habe. Aber eigentlich, jetzt so wirklich was für mein Leben oder so, konnte ich da jetzt nicht draus nehmen. Keine tiefere Weisheit oder Wahrheit des Menschseins oder so. Es erzählt halt die Geschichte, ist eher ein Abenteuerroman und das passt dann eigentlich auch schon. Und als Überleitung langsam zum Comic, und obwohl das eigentlich nicht der Sinn der Odyssee ist, das ist mir schon bewusst, hat es mir aber sehr, sehr große Lust gemacht auf so Werke wie zum Beispiel die Penelopiaden von Margaret Atwood, was das Ganze aus weiblicher Sicht erzählt. Denn es ist natürlich sehr, sehr auffällig, dass Frauen hier eher weniger Rechte haben. Ein Beispiel ist ganz am Anfang, als die Freier um Penelope werben und ihr Haus besetzen und ihr Gut verzehren. Sagt ihr eigener Sohn zu ihr, zwar schon langsam zum Mann wird, aber es ist halt trotzdem ihr Sohn: Frau, geh jetzt mal hier aus dem Raum, geh nach oben in deine Gemächer und nähe dort dein Zeug mit deinen Dienerinnen, denn ich bin jetzt hier, ich bin der Mann, du hast hier eigentlich gar nichts zu suchen. Oder auch ihre Heiratsverweigerung, dass sie keinen der Freier heiraten will, wird schlichtweg nicht akzeptiert. Also es steht wirklich drin: Wir bleiben so lange hier, bis du dir einen Mann ausgesucht hast und wir gehen nicht eher weg. Also einfach zu sagen, ich will keinen Mann, ist überhaupt keine Option. Was ich auch noch besonders schön fand, hinten ist ein kleines Glossar drin und bei Helena steht dort Ursache des Trojanischen Krieges. Auch das fand ich sehr, sehr amüsant, denn mal abgesehen davon, dass es ja eigentlich auf eine Wette zurückgeht, dieser drei Göttinnen, von denen Paris entscheiden sollte, wer die hübscheste ist, woraufhin dann eben Aphrodite Helena überhaupt erst in ihn verliebt gemacht hat. Abgesehen davon ist meiner Meinung nach die Ursache des Trojanischen Krieges eher derjenige, der gesagt hat: Oh, meine Frau ist weg, ich beginne mal einen Krieg. Denn nur weil eine Frau ihren Mann verlässt, ist das noch keine Ursache für einen Krieg, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das heißt, ich bin ganz interessiert, wie man das vielleicht ein bisschen aus weiblicher Sicht sehen könnte. Und dann kommen wir auch schon zum Comic Odyssee. Ich habe es schon einmal erwähnt, ist eine Neuerzählung der Odyssee im All mit zumeist geschlechtervertauschten Rollen. Das heißt, wir haben hier keinen Odysseus, sondern eine Odyssea. Auch seine Crew besteht zum Großteil aus Frauen, was im Buch auch erklärt wird. Also es ist nicht einfach nur, dass Frauen hier einfach das starke Geschlecht sind, sondern es gibt dafür auch eine Erklärung. Etwas, was ich einfach zunächst erwähnen muss: Die Zeichnungen sind großartig. Ich finde das einen richtig innovativen, tollen Zeichenstil, der natürlich, ihr seht es schon am Cover, etwas psychedelisch ist, aber einfach mal was anderes. Es ist zwar auch sehr bunt, aber nicht die klischeehafte Art und Weise, bunt zu zeichnen, wie vielleicht so die früheren US-Comics, sondern einfach sehr neu, sehr anders, sehr voll, meiner Meinung nach. Es ist auch ganz selten, dass vielleicht mal ein paar Nebencharaktere im Hintergrund nicht so detailliert gezeichnet sind. Allgemein ist es so ein bisschen ein krakeliger Stil, der mir halt sehr, sehr gut gefällt. Vor allem die Götter. Wie die Götter dargestellt werden, ist großartig. Ich blende es euch ein. Wir hätten hier zum Beispiel einmal Poseidon. Und ich finde es so toll, dass man halt das, Poseidon ist ja normalerweise eher so der Meeresgott, und dass man das jetzt so ins All versetzt hat und er immer so lila, dunkel, schwarz ist. Oh, das passt unglaublich gut. Auch Hypnos sieht toll aus. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Vorstellung von Göttern, die ich
so eigentlich noch nicht unbedingt gesehen hat. Was mir auch extrem gut gefällt, ist Hera. Ein sehr, sehr weiblicher Körper, sehr, sehr schön. Und dann ist es aber eine Frau mit Bart und das gefällt mir gut. Es sind halt nur so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, könnte auch abgedroschen sein, Frau mit Bart. Aber weil alles so zusammenkommt, ist es eine ganz, ganz tolle Mischung und ich mag es. Und ich habe es auch schon mal gesagt, Zeus ist so eine dicke, mächtige Götterfrau. Und ach, die Charaktergestaltung gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, dass wir halt mit Odysseia eine kämpfende Mutter haben. Sie ist Mutter, sie hat ja einen Sohn. Und weil ich noch nicht ganz sicher bin, wir haben die nur einmal in einem Panel bisher gesehen. Ich glaube, sie ist auch mit Penelope, also mit einer Frau zusammen. Das konnte man noch nicht so genau erkennen. Das heißt, ich weiß nicht, wer von beiden geboren hat, aber wir haben eine kämpfende Mutter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Noch so vielleicht als kleine Warnung, das Ganze ist doch eher etwas für Erwachsene. Einerseits ist es ja bis jetzt nur auf Englisch erschienen und die Sprache imitiert wahrscheinlich, nehme ich an, die englische Odyssee. Also sie ist sehr altertümlich und dadurch schon ein bisschen schwieriger zu verstehen. Gibt dem Ganzen aber halt auch so diesen feierlichen Touch, den wir auch in der Odyssee haben. Teilweise aber auch mit so einem kleinen ironischen Twist. Also es gibt zum Beispiel dann einmal ein Kästchen, was so etwas schreibt wie und zürnend erhob sich dann Odysseia, um gen Olymp zu fluchen. Und im nächsten steht dann eben Fuck it. Also es ist halt so eine Mischung aus sehr realistischen Beschreibungen, dass man halt im Krieg flucht und dann aber halt so trotzdem so diese feierliche Sprache. Und andererseits wegen der Erwachsenenwarnung, wir haben hier schon auch eine Menge Gewalt einerseits, aber auch nackte Körper und Menschen, die sich aneinander erfreuen. Inhaltlich kann ich noch sagen, dass ich es sehr, sehr gut finde, wie sie den Science-Fiction-Twist gemacht haben. Also wie überhaupt erstmal das Schiff des Odysseus aussieht und wie sie dieses Raumschiff lenken. Das ist halt nicht einfach nur normal. Wir haben hier eine Kommandobrücke wie bei Star Trek oder so, sondern ich will es eigentlich gar nicht verraten. Also es ist ein bisschen innovativ und ist dann auch eine Mischung so aus, also Mythologie ist es nicht, aber man hat das Gefühl, es ist jetzt nicht reine Techno-Science-Fiction, sondern wir haben halt immer noch so ein bisschen das Gefühl der Odyssee im Hintergrund. Dazu gehört auch die Art und Weise, wie eben so das Epos damit hineingesetzt wurde, denn wir haben in dem Comic ganz, ganz wenige Sprechblasen. Fast alles wird eben in diesen Erzählerkästchen wiedergegeben und dann steht da halt sowas wie Odysseus sagt und Doppelpunkt und das nächste ist auch nicht in Sprechblasen, sondern ist halt so, als würde gerade jemand erzählen. Also wir sehen selten die Leute direkt sprechen, sondern es wird uns eher erzählt, was sie gesagt haben und die Bilder dazu. Finde ich sehr, sehr schön. Und passt eben zum Thema. Allgemein muss ich sagen, dass ich das Comic tatsächlich mehr genossen habe als die Odyssee. Wir sind hier natürlich noch lange nicht am Ende, das geht noch weiter. Es ging auch direkt mit der Odyssee los, also während die tatsächliche Odyssee ja erstmal, wie gesagt, dieses Vorgeplänkel so ein bisschen hatte und sehr, sehr spät eigentlich erst zu den Irrfahrten kommt, ist es hier das Erste, was wir haben. Und die Götterebene sehen wir. Aus Ithaka haben wir bis jetzt noch nicht viel erfahren. Wie gesagt, es gab nur ein Panel mit den beiden darauf, aber nicht, was drumherum passiert. Und es ist auf jeden Fall schon ein bisschen schneller, etwas actiongeladener als die Odyssee. Aber da es sich bisher ja auch auf die Irrfahrten bezieht, eigentlich nicht mehr als die Odyssee in den Momenten. Also ich bin noch gespannt, wie sie das dann lösen in Ithaka und so, ob das dann etwas ruhiger wird. Aber bisher ist es ein sehr schneller, gut gezeichneter und mich unterhaltender Comic, den ich euch nur empfehlen kann, falls ihr das Englisch mächtig seid. First Hand hat ihr Video bereits hochgeladen. Das werde ich euch natürlich verlinken. Sie geht auch viel so auf die Erzählstrukturen ein, vergleicht das ein wenig mit dem mittelalterlichen Epos. Also falls ihr ein wenig mehr die literaturwissenschaftliche Schiene haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Für heute danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder.